Hi, ich bin Mikey und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Metro Last Light. Wir haben uns einigermaßen durch den Garten gekämpft und haben gerade einer Mutter mit ihren Monsterkindern Gnade gewährt in einem relativ seltsamen Bosskampf und ich bin etwas erschöpft, muss ich ganz ehrlich sagen. Khan! Ist das? Arthur, dieses Kind sollte nicht out there without a gas mask. What the fuck? So it is, so it is. A child of the surface, a dark one. No! Don't shoot him, Miller! Then get it away from me! No mask. I should have known. This one's green, but that one's yellow. Tell him I'm not a danger. Ich versuch's. It seems he's adapting well. Yes, that will keep him alive. May I talk to him, Artyom? I don't fucking know. Put your fear aside. This child is the future. You need only take its hand. My hands are full enough. I doubt this creature can help us. You too. You go on without me, for I give in to better judgment and rid the earth of it. God damn it, Miller, entspann dich mal. Alexa? How is this? I can understand his thoughts. And I can hear yours, Artyom. Ja, das ist, glaube ich, nichts Gutes. Can you hear anyone's thought just by touching them? With Artyom, it's different. We can talk from afar. He was adopted long ago. Do you see, Artyom? The Dark Ones changed you so that they could understand us. What's behind that door? Did you hear? They call you. I can hear. Open this. Wait. That looks like one of the sealed doors in D6. Yes, at the exhibition. Has a strong lock, too. We've yet to break it. What's there? My people. They're inside. Sleeping. What the fuck? Incredible. Look at this. They're hibernating. He's not alone. I must wake them up. It's time for them to leave. We are all going there now. We'll open the door if we can. There's death nearby, all around. But I must wake them or be alone forever. Now listen. Help us and we'll help you. I will. What needs to be done? I must wake them. We'll have to improvise. Hey! Wake up, you bastards! Was? Sagten wir nicht, dass wir die ganze Zeit schon ohnmächtig rumliegen? Colonel, can you open the gate where the gardens line ends at D6? Do you have the code? I have all the codes for D6, but I can't promise a thing. You'll have to. He will help us in police if you do. Take him along then, and brief me on the way. If I'm convinced that he'll help us, I'll open your door. Follow me. Das wird ein sehr interessantes Gespräch, so oder so. He is not alone. He's not the last. I understand his excitement and his wish to immediately meet the others, to free them and wake them up. But he has agreed to wait a bit longer. First, he's going to try and help us. If we make it to the conference, the Dark One will be able to open up the thoughts of Moskvin or Korbut himself. Perhaps make them stop this madness. This is our last chance. Dark One an der Friedensverhandlung, die in den Krieg führen wird. Das wird ein super Plan. Der wird mega. And we did confront Moskvin on this, yet he didn't even try to disprove it. He told them by sheer luck their chemical defense squad was exercising nearby. And thus, despite some sacrifice, they were able to Tilly. Move the epidemic in its blood. Otherwise, it would have engulfed the whole of them. What can you say to that?
Even I would have done the same. But Colonel, it was Lesnitsky, the agent who stole a virus container from D6 right before the outbreak. So what? There's not a single living witness besides Arthur. Who'd believe the order? We have the D6 now. What if it was us who released the virus? But the Reds tried to break through into Hans's territory. We could make Moskvin. What can we do? We are not an army. We've less than 100 fighters. Yes, Moskvin did gear up for war. But after Polis suggested that we share the wealth inside D6, he might actually agree to peace. And we must do everything to have that agreement signed. Moskvin, what difference does he make? He's just a puppet in Corbett's hands. And while he's talking, Corbett's forces are encircling you. You'll seal this peace agreement with your blood! What? You've got a better idea? You brought this ape here! What now? We're done with this. Let's go to the council hall. Follow me. Ich bin mir nicht sicher, ob Miller auf unserer Seite ist, oder ob er uns die ganze Zeit widerspricht. Permission to report, Colonel. Denied. Urgent dispatch to D6 Security Force Commander. Go to highest alert. Instruct Korneyev to proceed with... Well, he knows what to do. God, please let... Schnatz mir das mal kurz. Polis. Ich fragte das Kind, wie es das geschafft hatte. Wie hatte es das Inferno überlebt? Jetzt weiß ich es. Als die Raketen auf die Stadt der Schwarzen niedergingen, war er schlichtweg nicht dort. Die Schwarzen. Wir haben uns gefragt, wie es passieren konnte, dass fühlende Lebewesen fast augenblicklich neu entstanden waren. Warum haben wir Millionen Jahre der Evolution gebraucht und die Schwarzen nur ein paar Jahre? Die Antwort war ganz einfach. Wir waren es, wir Menschen, die sie zum Leben erweckt hatten. Sie entstanden unter uns. Sukhoi, mein Stiefvater, hat recht gehabt. Sie waren der nächste Schritt der Evolution. Nach uns. Wir waren ihre Väter. Sie waren unsere Kinder. Wir hatten so viele Waffen geschaffen, um uns selbst zu vernichten. Und eine dieser Waffen hat sie geboren. Sie sind nicht wie wir. Was uns umbringt, macht sie stärker. Wir haben ihnen eine verwüstete, vergiftete Welt hinterlassen. Aber sie haben gelernt, darin zu leben. Sie machen das, indem sie die Strahlung aufnehmen. Nachdem sie geboren waren, betraten sie die Welt nicht sofort. Für eine Weile existierten sie nur in einem Traum, wuchsen auf und lernten von jenen, die vor ihnen da waren. Was wir zerstörten, war ihr Zuhause. Aber die Stelle, an der ihre Kinder schliefen, war im Untergrund, in der Nähe des Botanischen Gartens, in der Nähe des Fernsehturms. Es waren die Bunker unter den Fernsehgebäuden, die mit D6 verbunden waren. Doch als die Raketen fielen, stürzten die Eingangstunnels ein. Die Schwarzen, die fast bereit waren, die Welt zu betreten, wurden darin eingesperrt. Stattdessen öffnete der Kleine seine Augen, geweckt von der Explosion und dem letzten Schrei seiner Mutter. Er wusste nichts von dem, was geschehen war. Er war auf nichts vorbereitet und wusste nichts von der Welt. Er suchte nach seinem Volk, konnte es aber nicht finden, weil die wenigen Überlebenden noch immer schliefen. Ihre Zeit zum Aufwachen war gekommen und verstrichen. Schon sehr bald könnten sie an Hunger sterben, ohne überhaupt jemals die Augen geöffnet zu haben. Ich weiß nicht, was Karl Miller überzeugen konnte. Aber er war der Inbegriff des Gleichmuts und griff nach seiner Waffe, als er den Schwarzen erblickte. Und die folgenden Ereignisse schockierten mich noch mehr, als die Pläne der Roten. Es waren Schwarze in D6. Khan hatte die Hypothese aufgestellt, dass sie vor dem Krieg künstlich erschaffen worden waren. Als was erschaffen? Soldaten, die immun waren, gegen Strahlung sind und keine Stimme zur Kommunikation brauchen? Könnte es so sein? Aber dann hätte Gott vielleicht beschlossen, ihnen Seelen einzuhauchen. Alles ein bisschen wirr, oder? Bin ich bekloppt? Ah, anyway. Hey, schön, die Nazis sind auch da. Get ready, Arthur. Stay close to the little one. Hurrah, comrades! Let there be peace in the name of our children! Oh, das wird jetzt übel. Are you out of your mind? Alter, Khan, kein Chill. Rein, Finger hin und los. Alter. Kein Chill, der Junge. I know what I'm doing. Just believe in me. Just this one time. Ah ja? Who are you? Guards, take this man away.
Ranger, stand down! Artyom, little one, it's your turn. Ja, wird super. Hallo, Mosquin. Kriegen das jetzt alle mit oder wieder nur wir und Khan? What the fuck? What the fuck? Alter? Damit hatte ich jetzt gar nicht gerechnet. Den Scheiß hatte ich gar nicht auf dem Schirm. What? What? Sag mal, muss ich hier eine Tür rein oder sowas? Ah. Comrade Moscovin, you must support me on this. Ah. Or else, some inconvenient details might surface concerning your brother's death. Aha. I overheard one conversation between your brother and his advisor about the threat you pose and ways to eliminate it. What the hell? Threat? We're brothers. He thinks you feel bypassed, cheated. He fears you will overthrow him. He's totally mad. Totally. I'm going to give him an earful. Words alone will not avert his assassination plans. No, you must strike first. Moskin hatte ich wirklich schon. Hatte ich schon viel länger. Nicht Moskin. Bah, egal. Maxim, brother. I'm so pleased that we finally made up. It was a fight over nothing. Let's have a drink. Sure, brother. What? Korbut hat ihn von Anfang an manipuliert. Silent treatment. What are you looking at me with those honest eyes for? It was your fault. Who wanted me dead? Corbett sold you out. And now he's got me by the balls. All because of you. Ich gehe davon aus, dass sein Bruder gar nicht vorhatte, ihn umzubringen. Aber Corbett war. I'm so sorry, brother. Aber er war halt manipulierbarer für Corbett. But even so. Something to brother. Yes. Yes. I did. I poisoned him. Corbett. I'm a fool. I thought he wanted to save me. And he just took the power. Took me by the throat. And he's storming the D6 now. And there's that virus. And if that falls into Corbett's hands, the end. You but you scum. Are the leader. And order him. Call the troops back. You stole them at least. Buy some time to make a deal. What kind? There's nothing more we can do here. A spy. Hurry. Faster. To the platform. Damn. I'm not surrendering D6. Follow me.
Well, here we fucking go. Such epic. Krieg jetzt auch so einen coolen Anzug. Ich bin T'Chanka. Ich bin der Herr. Anna. It will be bad for everyone if you lose. Then I have to save them. My family. You're good, Artyom. Not his war. I hope he was able to forgive us, me, for what we did to his brothers and sisters, his mother and father. Die letzte Schlacht. Zurück in D6. Ich rechne mit einer epischen Ansprache. Well, Moskvin wasn't bullshitting this time. The red line's advancing on three sides. My brothers in arms. I am not a man for speeches, but here it is. You are the most dedicated, most courageous soldiers in the metro. Each of you is worth 5 reds. If you simply do the job you were trained to do, we'll win this battle. Sparta, to battle! Sparta! Well, here we fucking go. Das wollt ihr aber wissen, Jungs. Scheiß doch mal gar nicht rum. Das Geschütz? Jemand hat das Geschütz? Never mind. Oh, ich habe hier ein ganz mieses Gefühl. Das sind nämlich beschissen nochmal echt viele.
Weg mit euch, ihr Hurensöhne! Weg mit euch! Fahrt alle zur Hölle! Okay, erste Schrotflintenzeit. Boah. Und nun? Freiwillig vor? Kommt. Alter! Panzer! Das ist nicht wahr! Das ist nicht wahr! Zweite Plattform? Was für eine zweite Plattform? Ah, fuck it! Mach's gut, Pistole! Da irgendwie. Nein, kann ich nicht. Scheiße. Scheiße. Zweite Plattform. Irgendwie muss ich da rüberkommen. Ah, ja, ich seh's. Ja. Oder? Kann ich das Ding irgendwie anwerfen oder so? Hallo? God fucking damage. Karte. Ich weiß nicht wie. Ah, toll. Ah, okay. Wir lösen das Rätsel in der nächsten Folge. Und das ist dann vermutlich auch die letzte. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Hey Gang, Editing Mikey hier. Bevor wir in der nächsten Folge weitermachen, beziehungsweise diese Folge richtig beenden, muss ich euch sagen, mir war gar nicht bewusst, wie weit am Ende von Metro Last Light ich tatsächlich in dem Moment schon war. Deswegen schneide ich euch jetzt die nächste Folge direkt an diese Folge. Wir ziehen das hier bis zum Ende durch und dann, hat die Folge eh ein bisschen Überlänge. Also viel Spaß mit dem Ende. Hi, ich bin Mikey und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Metro Last Light. Wir verteidigen uns hier jetzt gegen Panzer gleich und die setzen uns ordentlich zu. Deswegen habe ich mich ein bisschen weiter reingelesen und hoffe, dass wir das jetzt richtig machen können. Ah. Und zwar müssen wir hier... hier verschiedene Sektionen des Panzers zerstören. Hier drumherum ein bisschen aufräumen. Genau. Bingo! So. Geht doch. Scheiß Panzer, Alter. So.
situation, Sergeant. Colonel, wounded are out of the fire zone and headed to the evac point. Na also. Regroup and get ready. They're going to go at it again any moment now. Yes, sir. So, willkommen zurück. Ja, da kommen sie schon. Okay, kleinen Ficker. Hallöchen. Fickt euch. Fickt euch. Ihr verdammten Roten! Kommunismus wird sich niemals durchsetzen! Wenn Lenin euch sehen könnte, würde er sich schämen! Putin fände euch vermutlich ziemlich geil. Freiwillige vor, ha? Huh? Oh, die sind. Oh! Oh, ich Idiot, die sind Schilder. Flammenwerfer, Alter, ihr seid so kranke Bastarde. Ich hab's gar nicht kapiert, dass die mit Schildern auf uns zurücken. Komm schon. Yes, war super. Bam. Well, looks like we did it. Looks like we made it. That's... I gave the order back in Polis. That's... Now that we have lost D6, our only option is to destroy it. Was haben wir denn verloren? What the hell? Nobody lives forever. Hör mal. What the hell is this? Shit, not again! Oh, scheiße! Okay, jetzt haben wir D6 verloren. What a pleasant surprise, Colonel Miller, or what remains of you. Artyom, it is time. And who may this be? The resourceful young man. Tell me, Artyom, savior of the Metro,
Where are you going? Stop him! Echt jetzt? Echt jetzt? Don't be afraid. There is nothing to be afraid of now. Your papa defeated our enemies and saved the metro. Was my papa brave? The bravest of us all, because he was never afraid to embrace the things he didn't understand. And where did the dark ones go, mama? Away to a safe place. But they promised to come back. Excuse me, what the fuck? Sind wir tot? Wieso hat das alles in Exodus münden? Was war das für ein Ende? Können wir nicht einmal irgendwas beenden, ohne alles in die Luft zu jagen? Are you fucking Miller, Khan? Alle tot. Ja, hab ich mitbekommen, wie die Dark Ones aufgeweckt worden sind. Was soll ich da dazu sagen, bitte? Kann mir da einer irgendwie zum Mitschreiben erklären? Oh mein Gott, was für ein Spiel. Was für ein Spiel. Ein Spiel mit einer gespaltenen Persönlichkeit. Ich glaube, das trifft's ganz gut. Weil ihr habt da eine richtig gute zugrunde liegende Story. Ihr habt richtig coole Engine, was man auch mal sagen muss. Ihr habt dieses Ressourcenmanagement, wie es an nichts rankommt, wo es in so einer vergleichbaren Sache mit diesem Wechsel aus den Munitionsarten und mit den regelmäßigen Filtersuchen und dann wird deine Gasmaske zerschossen, das ist alles so cool. Aber euer Pacing, euer Level-Design ist all over the goddamn place. Entweder seid ihr so verwinkelt in einem so linearen Spiel, dass man Schwierigkeiten hat, ernsthafte Schwierigkeiten hat, sich zurechtzufinden. Oder es ist dann wieder alles zu offensichtlich und zu geradlinig. So ein Mittelding gibt's bei euch nicht. Ihr habt... Eure Story ist... Es fängt so schnell an und es passieren so viele, viele verschiedene Sachen auf einmal hintereinander, dass du Schwierigkeiten hast, da drin zu bleiben in der ersten Hälfte vom Spiel. Während dann im Mittelteil von der zweiten Hälfte vom Spiel du dieses unfassbar gute, wunderschöne, atmosphärische Pacing hast. Wo du mit kleinen Dark One durch das zerstörte Moskau wanderst und die ganzen Anomalien triffst und der von dem die Welt aus seiner Sicht erklären lässt, im wahrsten Sinne des Wortes, weil du regelmäßig auch durch seine Augen siehst. Das ist so toll gemacht. Und auch diese Wahlmöglichkeiten, dass du gewisse Encounter einfach vermeiden kannst oder die da gar nicht alles töten musst. Das ist so cool. Dann diese Mega-Szene gegen Ende, wo du in Mosquins Kopf eindringst und ihn zu einem Geständnis zwingst, das dann aber keine einfache Sequenz ist, sondern wo du dann wirklich durch seinen Verstand durchläufst und das Attentat auf seinen Bruder nacherlebst und alles Mögliche. Es ist so cool gemacht. Und dann jetzt dieser Endkampf, dieser streng lineare Endkampf. Sind noch mit dem Panzer um die Ecke gefahren und dann hat der große Böse nochmal gemeint, er muss einen Enddialog halten, nur damit wir dann eben Zeit haben,
das ganze Ding in die Luft zu jagen. Und dann am Ende zu sterben. Zu sterben. Artyom, der Retter der Metro, tot. Gut, er hat ein Kind mit Anna bekommen. Hervorragend. Aber ich verstehe nicht, wie das Ganze dann in Metro Exodus münden kann. Wird, ich weiß es wirklich nicht. Es besteht natürlich noch die Möglichkeit, dass es da verschiedene Enden gibt. Aber ich muss mal kurz hier in die Achievements reingucken. Revelation. Ah ne, das haben wir alles schon. See all this in a dead city, rescue and training awareness level, or raising alarm. Vigilant. I saved the bear from the watchman after the fight. Invisible Savior, another rabbit. Master Thief. Das sind alles Level, die haben wir gar nicht. Aber ich glaube, da gibt's auch ein DLC dazu. Okay. Und keine Post-Credit-Scene. Ja, nee. Wirft uns einfach nur wieder ins Hauptmenü rein. Ja. Okay, alles klar. Dann war das Metro Last Light. Ich glaube, ich schneide das noch in die letzte Folge ran. Weil das war alles ein bisschen zu kurz für meinen Geschmack. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zugucken. Und ich würde mich jetzt mal nach den anderen Enden schlau machen. Macht am besten das Gleiche. Kauft euch das Spiel ruhig. Es ist gar nicht mehr so arg teuer. Und es hat seine Momente. Hat es wirklich. Ich bedanke mich bei euch. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.